Herzlich willkommen zurück zu Mordors Schatten. So, wir haben mal eine kleine Offline-Session eingelegt und haben da etliche Orks weggeschnetzelt. Und dabei sind einige Quests aufgetaucht. Hier Machtprobe ist neu. Dann hier ist ein Vernichtungsschlag dazu gekommen, neu. Ja, das weiß ich nicht. Hier unten ist neu. Also wir haben, glaube ich, auch einen Hauptmann weggemäht. Und das sind ja überall. Es kann natürlich sein, dass vorher auch schon neue Quests aufgetaucht sind, aber hier oben das zum Beispiel ist aufgetaucht. Ja, also wir haben mal ein bisschen paar XPs geholt, um die Sache mal ein bisschen voranzutreiben. So sind wir hier. Gucken wir nochmal kurz rein. Was haben wir denn hier? Machtprobe. Greife Kuga, der Mörderische, inmitten seiner Machtprobe an, um Saurons Armee zu schwächen. Okay, wir probieren es mal. Wir werden es zwar voraussichtlich nicht schaffen, aber schauen wir uns das mal an. Wo ist die Machtprobe? Die könnte man eigentlich gleich mal weghauen, die Typen. Ach, die Macht. Wo ist da? Ach, da ist die Machtprobe. Na, da hauen wir doch da erstmal rein. Das bietet sich so an. Hier ist die Machtprobe. Uruks müssen sich unter ihresgleichen beweisen, indem sie tödliche Herausforderungen meistern. Wenn sie überleben und nicht davonlaufen, erlangen sie Macht. Mische dich in die Machtprobe ein, um Saurons Armee zu schwächen. Das wollen wir annehmen, jawohl. Passt gut auf, Rekruten! So geht man mit einem Karago um! Stellt sich seiner Machtprobe tödlichen Gefahren. Immun gegen Fernkampf. Was Machtprobe gelöst? Hat die Machtprobe überlebt? Habt ihr das gesehen? Das verstehe ich jetzt ja nicht ganz. Das müssen wir erstmal korrigieren hier. Das hätte dich aufgehalten. Ich werde niemals aufgeben. Was? Boah, jetzt bin ich schon. Mit ein, zwei Schlägen hat er mich knackig gemacht. Scheiße, ah, ich kann das auch nicht drücken. Ups. Jetzt bin ich tot. Oh, nee, immer noch nicht. Ah, doch, ich habe nicht rechtzeitig gedrückt. Ich hätte mir deinen Kopf schon letztes Mal holen sollen. Der ist also doch ein wenig härter. Vor allen Dingen dieses A-Drücken wieder. Immer dieses schnell reagieren. Das ist, glaube ich, nicht so meins. Naja, dann lassen wir den mal in Ruhe. Was soll's. Neuer Hauptmann dazugekommen. Ach ja, wir haben hier auch ein paar Hauptmänner erforscht. Also wir haben da Informationen eingeholt. Die waren jetzt eigentlich alle. Ach, kann man das eigentlich mal abbrechen hier? Diese ganzen Typen da. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter. Gucken wir nochmal rein. Die waren, hatte ich eigentlich alle entdeckt. Soweit. Jetzt kam natürlich wieder ein neuer hinzu. Aber eigentlich waren sie alle. Ich habe sie alle entdeckt. Überall steht schon mal was. Da können wir dann auch zusätzliche Infos einholen. Waffenrunenhammer. Eine neue. Was ist denn da neu? Okay, stellt bei einem Greifabstechen 49%. Ein Greifabstechen. Weiß ich nicht, was das ist. Was haben wir noch für Verbesserungen? 4 Fähigkeitspunkte. Erworben, erworben. Die Dolche haben wir noch nicht. Okay. Terrorisieren. Eine furchteinflößende Schleichtötung.
Was haben wir hier? Ach, das war dieses. Naja, wir warten trotzdem noch mal weiter. Was noch mehr Verbesserungen? Nach hier. 1080 Mirian. Okay, dann. Ja, wir nehmen mal das Leben. Und als nächstes gehen wir dann aber auf die zusätzlichen Elbengeschosse. Na los, raus hier. Die uns im Land der Schatten führen werden. Ja, sind dort, wir gestorben. Wir wollten uns doch hier runter begeben. Ist denn eigentlich irgendwo noch ein Bogenquest aufgetaucht? Schade, scheinbar nicht. Das ist traurig. Das hätten wir gemacht. Ne, wir versuchen mal jetzt hier runterzukommen. Der Häuptling. Eliminiere den Häuptling, sodass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. Boah, 70p. Häuptling eliminieren. Ich glaube nicht, dass das was wird. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Ja, können wir nicht immer so einen Hauptmann packen? Wie sollen wir denn dann so einen Häuptling hinkriegen? Aber wir gehen die Sache an. Wo ist der Häuptling? Ist mal wieder der Häuptling von irgendwas? Das, was die Menschen schlechtes Wetter nennen, ist das beste Wetter für einen. Oh, da hat eine Information. Ein wenig Regen schwamm und sie können nicht mal marschieren. Na, die Infos holen wir uns doch. Komm, was weißt du? Vielleicht kann man doch so einen Häuptling. Aber ausgerechnet diesen Häuptling, den wir gerade. Na, wenn ich nur wüsste, welcher Häuptling das wäre. Wo sind wir denn? Hä? Doch, halt gedienter Häuptling. Anfällig für Schleich. Erleidet Schaden durch Kampf. Todesstück. Na gut. Ob das jetzt der Häuptling ist, den wir dort vorne killen müssen, ist die Frage. Das sind ja vier. Ach so. Tötet die vier Häuptlinge. Ist das vielleicht. Ah ja. Die so neu. Aussichtspunkt. Überfalle Dark mit dem irren Blick, indem du dich in seine Festung schleichst. Ja, das klingt interessant. Das ist jetzt gerade aufgetaucht. Ist alles hier Häuptlingsquests scheinbar. Na dann sind wir doch gerade hier in der Nähe. Schleichen wir uns mal in seine Festung. Das ist halt gerade aufgetaucht durch die Informationen, die wir erhalten haben. Überfalle Dark mit dem irren Blick, indem du dich in seine Festung schleichst. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihm selbst stellst. Eieieiei. Er ist zu ängstlich für einen direkten Angriff. Finden wir einen Ort, von wo wir zuschlagen können. Der altgediente Häuptling. Das war der, den wir gerade. Keine Ahnung. Habe ich den Aussichtspunkt, ohne entdeckt zu werden? Aha. Na los, geh hoch. Gehst du nicht auf? Wir wollen da nicht hoch. Die wollen da nicht hoch. Da hier geht's hinauf. Ein Kraut kann man mitnehmen. Oh, das liegt da unten. Der Aussichtsturm. Na, mal sehen. Oh, da ist. Da ist ein Bogenschütze. Na gut, das könnte man nirgends gucken. Oh, das sind welche. Wo ist denn hier? Ah, hier ist ja alles voll.
Ja, da oben ist einer. Aber wie sollen wir denn... Mann, Mann, Mann. Ohne entdeckt zu werden, die sind ja verrückt. Diese Schattenkreatur beobachtet uns schon seit einer Weile. Ich habe sie gehört, kann sie aber nicht sehen. Das doch nicht, das sind ja so viele. Die Angst in die Augen kriegt, wenn sie diese alten Ruinen sehen. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Okay, da oben ist er von der anderen Seite kommt er noch. Wo ist er? Wo, wo, wo? Da. Was sind denn hier? Da sind 1, 2, 3, 4. Ich soll wählen. Richtig. Was soll denn hier hin? Schieße auf Nester mit Murgreif fliegen. Ah, ja, wo sind denn welche? Da ist was. Da ist was. Alles, geh hoch. Geh hoch. Okay. Da war irgendwo so eine Murgreif. Was war das denn? Da. Oder ein Feuer? Ich muss mir eine größere Waffe holen. Der letzten konnte ich den Tag nicht aufhalten. Schleicht da jemand umher? Seht, der Tag. Ha! Ich zähl das Leuchtfeuer an! Entfache endlich das Feuer! Und hinab. Komm, tschüss. Wo ist ja noch einer? Was, du legst das nicht an? Aber nicht noch mit mal. Hä, wo ist denn jetzt? Ach so, ich bin so weit abgetreten. Das wird ja ein tolles Quest. Hier ist noch irgendwas anderes. Infos. Da ist der Häuptling. Oder der Hauptmann. Na gut, dann versuchen wir es nochmal. Aber ich habe da wenig. Hab kein gutes Gefühl. Na los, komm. War das denn hier unten? Ne? Stürzt sich schon hinab. Ja. Na, ja, dann rutscht er halt hinab. Mein Gott. Jeder, wie er gerne möchte. So. Nochmal. Er ist zu ängstlich für einen direkten Angriff. Finden wir einen Ort, von wo wir zuschlagen können. Ohne entdeckt zu werden. Das klingt ja leicht, ne? Aber wie wir es gerade gesehen haben, nicht so leicht. Alle dachten sie, ich hätte keine Chance, doch ich habe ihn so, geschlagen. Ja, oh. Ah, da ist noch ein Stück, komm. Da ist der Turm, was? Die beeindruckend. Er sieht aus wie ein Elb, des Arsch. Okay. Was denn welcher? Da hoch muss ich. Ja,
Steht da einer? Nee. Ist auch Friendly Fire. Komm ich hier hoch? Hm, hier komm ich hoch. Scheiße, das viele. Müsste da rüber springen. Ah, ich schaff's, ich schaff's. Hier hoch, komm. Und als nächstes, was kommt als nächstes? Dark mit dem irren Blick ist erschienen. Was denn da bringt? Ach du Scheiße. Passive Dark. Na klasse. Der bringt auch noch zwei Häuptlinge mit. Soll ich den besiegen? Wo ist er denn eigentlich? Irgendeine List. Ja, nicht schlecht, wenn ich eine hätte. Nimm schon. Musste ich erstmal zehren. Dann warst du mal. So, der nächste. Wo ist der nächste? Da ist Karakor. Den könnte ich befreien. Und kann dann für. Ja, ich befreie dich. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob ich hier runter wollte. Ich glaube nicht, dass ich hier runter wollte. Das war ein Häuptling. Ja, cool. Vielleicht wollte ich doch hier runter. Na, das greift schon mal zu. Sylvanische Verdammung. Was? Das muss ich gleich mal nachlesen. Das war was von Bogen. Sylvanische Verdammung. Chance bei 15% bei einer Tötung mit Terrorisieren 5 Elbengeschosse zu erhalten. Boah. Ja gut, 15% ist nicht die Welt, aber das kann man bestimmt noch weiter ausbauen. Anderen. Was? Mach sie alle kalt. Was machst du denn? Oh ne, ich sterbe. Ich sterbe ja. Ich bin nicht allein, du Idiot. Sag Guka, hallo, Guka. Tja, ich muss abhauen. Ich muss hier leider flüchten. Ich habe keine Chance. Nein, sicher.
Oh, aber nicht viel, ha? Oh, das war gut. Na los, weiter geht's. Die wilde Fahrt. Alle tot? Bräuchte mal ein bisschen Heilung. Auch Heilung, komm. Ja, ich kenne das mit dem Scheiß bewegen hier. Ja, ich muss ja wieder weg. Ich muss hier weg. Los, 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 lauf doch. Was ist denn? Bleib doch nicht hier stehen. Weg. So sieht's aus. Den holen wir uns da oben. Ne, den zerren wir auf. Ne, ich will den aufzehren, komm. Auch dein Fokus. Pfeile. Ja, wie ich das Quest schaffen soll. Vielleicht ist der anfällig. Ja, der ist anfällig. Sag mir Bescheid, wenn du dir sicher bist. Das letzte Mal fangen wir ihn. Ah, jetzt geht es gleich zur Sache. Ja, es geht gleich zur Sache, Jungs. Und ich hab mir den guten Kampf erhofft. Boah. Okay, hoch. Was ist denn los mit dem? Also, diese Steuerung ist ja... Also manchmal ist die aber echt klasse. Hängt sich an jedem kleinen Vorsprung auf. Ein bisschen Heilung wäre auch super. Aber wo, da ist ein bisschen Heilung. Ja, ich muss mir erst ein bisschen Heilung machen. Komm, 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 hier. Na, wo ist die Heilung? Wie bist du hierher gelangt? Nein. Ganz egal. Jetzt stirbst du. Auch die Heilung. Da war Heilung. Oh, noch einer. Weißt du noch immer nicht, dass ich zu stark für dich bin? Na komm. Muss wieder mal abhauen. Mann, warum man nicht mal hier so eine Heilung findet? Da ist wieder Heilung, aber ich komme da ewig nicht hin. Ich muss weiter flüchten. Tut mir leid. Da ist irgendwo Heilung gewesen. Na los, komm. Hier oben ist Heilung. Na? Ja, will er wieder nicht hoch. Nirgendwo will der hoch. Komm hier hoch, komm. Ja. Da oben ist Heilung, ich sehe sie. Da leuchtet sie. Komm, ich brauche unbedingt Heilung. Und ich brauche mal ein bisschen Pfeile. Ah, der Häuptling ist aber schon ein bisschen angenommen. Schützen ermisst sich daran,
wie weit er seine Bolzen schießen kann. Ja, natürlich bist du immun. Aber ihr seid hier runtergesprungen. Brauch mal ein paar Pfeile. Oder mal. Oder mal jemanden, den ich aufzehren kann. Warum ist denn hier niemand? Schade. Du glaubst, du kannst mich austricksen? Ah, das ging aber gut. Hat Glück gehabt. Nicht umsonst gestorben. Tag. Ich will nicht sterben. Niemals! Versuchst du es schon wieder? Lass du mich nicht verstehen. Nein, lass mich doch mal in Ruhe. Muss hier abhauen. Na los, geh weg. Nee. Ach, das war's leider. Wirst du dir jemals einen neuen Gegner suchen? Naja, einen haben wir zumindest geschafft. Den anderen hätten wir auch noch wegmetzeln müssen. Ja komm, sei doch ruhig hier weg. Ich glaube, ich will das nicht sehen. Wie die sich alle preisen. Kraft, mit der du in ihren Geist dringst. Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht. Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Und wo ist das? Das Quest war das hier drüben, ne? Ja. Na gut, machen wir erstmal hier, versuchen wir erstmal hier die namenlosen Kreaturen Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgt. Vielleicht muss man auch erst die ganzen Nebenquests so ein bisschen verfolgen, um diese ganzen Fähigkeiten zu bekommen. Und dann kann man sich den Häuptlingen stellen. Der Sklave läuft davon! Ja, wo läuft ihr denn hin? Da sind Infos. Schwerlos, was weißt du? Erfahren. Nee, da kann man nichts erfahren. Dann nehmen wir hier vorne ein. Korgum. Ja. Also dann. Ach hier, der hat Infos. Informationen sammeln. Ah. Häuptling Zatra, der Richter. Ach, Ort ansehen. Naja, jetzt ja. Dadurch, dass ich den entdeckt habe, ist jetzt hier irgendwo ein neuer Ort dazu gekommen. Hier, das ist neu dazu gekommen. Und das hier, das ist Zatra, der Richter. Okay. Wo ist jetzt mein Schwertquest da? Namenlose Kreaturen. Zum Einbruch der Nacht wurden seine Truppen von Ghulen geraubt. Allein stieg er an die fauligsten ihrer Nester herab und tötete jede Kreatur einschließlich ihrer Matrone. Forme die Legende des Schwertes Urfael. Na, dann versuchen wir die mal zu formen. X und A, um einen Geisterblitz. Ja, ja. Auch Nester auch noch. Töte 10 Ghule mit einem einzigen Geisterblitz. Huiuiui. Das ist ja genau das, was ich richtig gut kann. Die Ghule, kommen sie an. Na gut. Erste Quest haben wir doch erledigt. Aber viel sehe ich hier irgendwie nicht.
sollte vielleicht mal die Helligkeit ein bisschen hochheben. Oh, wie viel. Wie sind denn in so einem Nest? Oh, 2 von 3 Nester schon erledigt. Und da ist ein Artefakt. Ja, wenn wir hier schon mal sind, ne? So ein Arte nehmen wir doch gerne mit. Ist nur die Frage, wo es ist. Ach, hier müssen wir wahrscheinlich wieder mit Feld aufhalten. Jawoll. Na was denn? Wo ist es denn? Hier. Spitzhacke. Die Uruks bezeichnen Bergbau auch als den schwarzen Flöz bearbeiten, da sie Eisen und Diamanten aus der Erde holen, um ihre Kriegsmaschinerie damit zu betreiben. Sie sind geschickte Bergleute und verwenden häufig Spitzäxte wie diese, um Erze abzubauen. Jetzt allerdings befinden sich die Spitzäxte in den Händen von Sklaven und die Uruks sind die Aufseher. Da ist wieder irgendwo eine Nachricht. Wo ist sie? Da ist was halt. Da. Schwarze Hauptmänner und Urukai. Verdammt soll ich sein, wenn ich sagen könnte, wer schlimmer ist. Und warum wir überhaupt für diese Narren arbeiten. Wir sollten die Macht haben. Kommt schon. Wollt ihr nicht auch die Peitsche schwingen, anstatt ständig unter ihren Hieben zu leiden? Mit deinem Geschwätz bringst du uns alle ins Grab. Ach, was soll das? Glaubst du, ich rede nur so vor mich hin? Ich spreche von... Weniger rumgejammert, mehr rumgehämmert. Da ist ja schon die erste Kehle, die ich aufschlitzen werde. Immer dieses Aufschlitzen. Was haben wir denn da? Eine neue Person entdeckt. Wen haben wir denn entdeckt? Ach, die Uruk-Häuptlinge. Uruk-Häuptlinge sind die Elite. Ihr Weg an die Spitze ist von Leichen übersät. Und sie verteidigen ihre Position mit äußerster Grausamkeit. Sie versammeln Leibwächter um sich, damit diese unter ihnen dienen und ihn vor den ständigen Angriffen auf ihre Macht und ihr Leben zu schützen. Diese Leibwächter sind loyal, solange sie ihren Meister fürchten und verteidigen ihn. Doch die Häuptlinge sind stets auf der Hut vor einem Messerstoß in den Rücken. Daher verbergen sich die Häuptlinge oft in den Schatten und kommen nur hervor, wenn ein starker Feind sie herausfordert, den sie nicht ignorieren können. Den Kampf gegen einen solchen Gegner zu verweigern, wäre ein Zeichen von Schwäche und verhängnisvoll für einen Häuptling. Tja. Ne? Wir sind aber irgendwie noch nicht so weit. Diese Sklaven sind verloren. Nein. Lediglich sterben werden sie. Verloren sind nur wir. Wo ist das letzte Nest? Da ist das Nest. Ja, kommt her. Der Kühler. Oh Mann. Ich wähle die coole Matte. Ja. Neuer Feind. Ghoul-Matronen. Ghoul-Matronen sind die gefährlichsten Exemplare ihrer Art. Sie schlagen stets zurück, wenn du angreifst, also sei bereit, ihnen schnell auszuweichen. Schnell ausweichen. Also. Ausweichen. Scheiße.
Okay, zweimal schlagen und ausweichen. Okay, das geht. Und B? Nee. Ja, zweimal schlagen und ausweichen, das geht gut. Hilfst du denn immer noch? Mist. Jawohl. Mehr schlecht als recht. Erledigt. Verbesserungen ansehen. 690. Naja, das reicht noch nicht. Was haben wir? Den Fokushöchstwert erhöhen? Naja, gut. Ja, ein Fähigkeitspunkt. Klar. Was haben wir denn da? Ach so, wir haben dieses Ausweichen gelernt jetzt wahrscheinlich. Ja. Ach nee, die Ghoul-Matronen haben wir gelernt. Explodieren lassen bei Feuergruben, also Schaden so wenig. Sind sehr verwundbar gegenüber Elben geschossen. Okay, aha. Und wie viel fehlt uns denn da noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noch 9 Fähigkeiten, Techniken fehlen uns. Na gut, dann raus hier. Wo auch immer raus bedeutet. Da geht's wohl hin. Ach, da waren noch Pilze. Oh nee, da kann man erstmal was essen, ja. Kann man erstmal hier einen Pilz essen. Alter, ist wieder ein Feind. Da war doch ein Geräusch. Schlag! Der Waldläufer! Wir mittendrin ist er, ne? Na, greif zu. Und zehr ihn mal auf. Ich hab's nötig. Aber ich will so einen Pilz. Mach mal ein bisschen hell hier. Wo ist denn hier ein Pilz? Hä? Ich sehe das nicht. Ist der oben wahrscheinlich? Ah, da ist was. Jawohl, Gesundheit her mit dir. Lotrond gesammelt. Oh, wo bin ich denn? Ich muss mal auf die Karte gucken. Die Zeit ist reif. Ja, wir reisen mal schnell zu dem Turm. Wir können es uns leisten. Und beschließen hier die Runde. Und in der nächsten Runde werden wir nochmal probieren, ob wir denn nicht diese unerledigten Angelegenheiten mal schaffen. Und ach so, erst die Leibwächter killen und dann ihn selbst. Ja, das probieren wir dann in der nächsten Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bei Mordors Schatten. Was ist das für ein Ort? Bin ich tot? Vater! Sieh mich an! Ich bin hier, mein Sohn! Ich bin hier! Wie ist das möglich? Der Tod hat dich verstoßen. Ioret! Ioret! Wir werden zusammen sein, Geliebter! Bald! Für immer! Wir werden bald wieder zusammen sein. Was ist mit mir passiert? Ein Fluch verbindet uns. Und wie brechen wir ihn? Wir finden den, der uns verflucht hat. Ich hatte eine Familie.
Frau. Und ein Sohn. Ich habe es übergraben, wie alle, die ich je kannte.